Weil die Uhr, irgendwas hat die Uhr auf sich, aber ich weiß nicht mal, wie man Und hier die. ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Onkel Bourbon. Oder auch nicht. Leute, aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Klopf doch mal! Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Seid doch bitte noch ein bisschen. Wer hat den mit euch geschleift? Verdammten aus alles! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Magazin leer, Leute! Meint aber nicht! Nun springen wir da nicht! Neues Magazin! Ich auch, neues Magazin! Noch! Junge, Junge, da kommt noch einer. Oh! Was er sagt, diese Typen verstehen keinen Spaß. Prüfen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, die lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Dann mach die Tür auf. Können wir mal zurückgehen? Der eine hatte noch Medikits dabei. Aber das passt so ja. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Aha, okay. Ladefunker. Sofort die Waffen wegstecken. Wer sind sie? Ins Licht kommen. Langsam, langsam. Ich will verdammt sein. Es ist Bourbon. Hey, Leute. Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef. Ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Ich mach nix. Nicht bewegen! Lalalalalalala. Okay, die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt. Danke. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, einen anderen Tonfall gefälligst.
Ich bin ganz brav, Leute. Ich bin ganz brav. Ich nehme mal das eine und das andere vielleicht mit. Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Wagenjungs auszahlen kann. Ist hier das Klo? Ich muss mal aufs Klo. Aber hast du es gesehen? Nein. Es hätte ein feindlicher Späher sein können. Jetzt kennt er unsere Verteidigung. Sie werden uns stürmen und dann die ganze Station abschlachten. Genau wie an der volle Scheißfeier. Das ist eine ausgebrannte Bahn. Als ich sie vor Jahren sah, saßen darin... Nun, zur Hanse können wir nicht. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal mit einem bestimmten jemand reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar oder ich finde dich schon. Also los mit dir. Du hast ungefähr 5 Minuten. Okay. Guten Tag. Ich habe 5 Minuten Zeit. Wo kriege ich ein paar Filter? Ja, kann ich wollte speichern. Der Kommandant seine Dissertation. Feiglinge. Zur Hölle mit Ihnen, sagte er. Eine Woche später. Hi. Hi. Was darf es sein? Bitte antworten. Oh, die meinen schöne Sachen hier. Dieser Tag ist echt heiß, sag ich dir. Nehmen Sie mir einen Blick zusammen. Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Guten Tag. Moskau, U-Bahn-Station Markt. Kann man hier was kaufen? Okay. Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Okay, tut mir leid. Wie wär's mit etwas Mondschein? Zu welchem Anlass? Da ist das? Guten Tag. Du hast dir nichts verloren. Dieser Ausgang ist gesperrt. Weitergehen. Ja, ist ja schon gut. Verwöhn dich mit etwas Luxus für dein bescheidenes Heim. Komm, schau dich um. Wenn sie nur eine Patrone sind, ich dir von den Jägern. Okay. Mama, gibt mir keine. Erzählen Sie es mir doch so. Dafür bin ich zu hungrig. Nicht in der Stimmung, Geschichten zu erzählen. Sagen Sie mir einfach, worum es dabei geht. Ich frage meine Mama, ob sie ein Sandwich macht. Es geht um die 3 Jäger, die zur Polischajewskaja gingen. Bevor oder nachdem sie ausgelöscht wurde? Danach natürlich. Und? Was ist passiert? Sie fanden heraus, dass sie von niemandem angegriffen worden waren. Schau mich nur um. Es war nur der Fürst der Tunis. Ich auch. Mein Cousin hat gesagt, wenn Kinder zu weit weggehen, werden sie von den Mutanten gefangen. Und die Mutanten fressen die Gehirne der Kinder. Und dann werden die Kinder auch Mutanten. Wenn du also deinen Freund triffst, kommt er näher und dann wird dein Gehirn gefressen. Wow, cool. Wow, cool. Suchst du etwas? Einen Topf vielleicht? Irgendwann wirst du ihn brauchen. Lass dich nicht ohne einen erwischen. Eine Axt würde ich jetzt gerne kaufen. Wie auch immer. Ist mir ein bisschen. Der Preis ist mir zu hoch. Ich überleg's mir. Guten Tag, Madame. Okay, Madame will auch nichts mit uns zu tun haben. Entschuldigung. Okay, hier ist Waffe. Waffeln. Guten Tag. Einzelne Reisende oft verschwinden. Patronentausch. Ein Dutzend Männer kann es schaffen. Was wir schaffen, sagen, dass am Tunnel selbst nichts Ungewöhnliches ist. Hier ist ruhig. Es gibt keine Absicht. Wie viele? Aber am nächsten Tag entscheidet sich jemand, der gehört hat, wie nett und sicher wird. Kann ich das alleine sehen, wie viel ich davon habe? Aha. Die ausgewogensten Messer. Schärfere gibt es nicht. Okay, ich brauche mehr Geld, oder nicht? Sie müssen aber bis 5 zählen können. Ist irgendwas Brandmäßiges? Damit können Sie sich sogar rasieren. Die ausgewogensten Messer. Schärfere gibt es nicht. In diesen Jahren
Nach dem Krieg werden alle Verfügbaren Filter aufgebraut und immer wieder aufgefüllt. Daher erreichen sie jetzt nur noch für 5 Minuten. Trotzdem braucht Renhettler für jeden weiteren Filter immer mehr. So, ein paar kaufen. Jetzt habe ich ein paar gekauft. Warte mal. Wie teuer sind die? 10. Nehmen Sie sich ein paar. Sind immer nützlich. Jo, danke. Habe ich gemacht. Sehr schön. Na? Am besten wäre, wenn wir mit denen hier noch was machen könnten. Austauschen. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Was ist denn da denn nicht? Nee, die Schrotflinte eigentlich, ne? Kaufen und schießen. Hübsche Waffe. Sie werden den Kampf MP. Die sollten wir ja für den von den einen hier kriegen, ne? Trommler. Für Sie. Einfach kaufen und schießen. Wie Sie wollen. Ich komme da jetzt noch nicht mit richtig anpassen. Okay. Was haben wir hier? Zweifachvisier. Nein! Oh. Was ist das denn hier? Laservisier. Okay, was ist, wenn wir die hier noch ein bisschen frisieren können? Zweifachvisier. Dieses hier Objekt aus der Vorkriegszeit macht Zielen bei geringer und mittlerer Entfernung einfacher. Schränkt das Sichtfeld jedoch ein, sodass eine Nutzung in den beengten Tunnel schwieriger macht. Okay, dann machen wir es mal nicht. Dann brauchen wir das wahrscheinlich auch noch nicht. Was macht die? Aha, verringert den Schaden. Verringert das geringe Schaden. Was ist das hier? Kolben, Laservisier. Diese anatomischen Kolben gibt den Schützen mehr Kontrolle über den Bestand, was vor allem bei der Vollautomatik hilfreich ist. Und das ist, behebt das Hauptproblem des Bestands, einen Neigung zum Überhitzen. Kann man die auch anpassen, austauschen, verkaufen? Was ist, wenn ich die verkaufe? Wie viel kriege ich dafür?
Stand 23 Munition. 50, 60, 70. Austauschen? Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Ist die letzte. Kasse 70. War das meine Pistole? Trommler, diese Trommler-Schrotflinte ist sehr effektiv bei geringer Entfernung. Auch bei mittlerer Entfernung ist sie noch sehr brauchbar, aber das vollständige Nachtzeit dauert eine Weile. Mhm. Hübsche Waffe. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Eine primitive Luftgewehr, die überraschend leise und genau ist. Ein Überdruck in der Luftkammer kann die Leistung erhöhen. Dieser Überdruck baut sich aber schnell ab. Okay, und das ist... Für Sie! Einfach kaufen und schießen! Okay, aber das ist die Schrotflinte hier, ne? Ist die letzte. Diese MP hat eine hohe Feuerrate, überhitzt und blockiert jedoch schnell. Das ist im Prinzip die wir jetzt auch haben. Achso, das geht nie, weil ich dann zu wenig habe. Und das ist halt eine Schrotflinte. Einfach kämpfen und schießen. Was wenn wir... Okay, das hatten wir schon. Das habe ich auch schon. Was ist das? Laservisier. Was ist das hier? Macht die Handhabung der Waffe einfacher und verringert den negativen Effekt des Rückstoßes auf die Genauigkeit. Ich bin überlegen, ob wir die hier mal anpassen und zwar dann das hier machen. Nee, das war das nicht. Das war das hier. Das hier. Das machen wir mal. Okay. Oh, wir haben irgendwas gefunden. Geil. Munition. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Gucken wir mal, ob das wirklich so ist. Da haben wir 50 von. Was ist das denn? Stallkugeln? Aha. Und alle Tore stehen bequem offen. Deshalb gehen die Stalker nie alleine zu groß. Stallkugeln. Aus Kugellagern wurde aufgrund ihrer Plattenoberfläche und ihres ausreichenden Vorangehensweise in den Mechan des Metro zur idealen Munition für selbstgebaute Waffen. Für die hier haben wir keine Waffe, also keine Munition mehr. Für die haben wir keine Waffe, das ist bestimmt für die Luftdruck. Komm, die verkaufen wir mal. Und wo ist ihre Moon? Meine ist hier. Und wo ist ihre Moon? Meine ist hier. Heißt ja gut. So, dann kaufen wir hier nochmal was von. 30 Stücke. Hat die auch noch nicht nochmal wieder, was? Danke! Gern geschehen! Ein bisschen zu teuer! Was haben wir hier? Eintrag, guten Tag!
Oh, was hat... Guten Tag, kann ich helfen? Hört sich gut an. Das muss man schon sagen. So, jetzt müssen wir nur speichern, oder haben wir hier nur Speicherpunkte? Der Durchgang ist nur für Bewohner und lokale Arbeiter offen. Okay. Wir haben noch 6. Okay, das kostet. Zerfetzt ihr Ziel in Stücke. Peng. Und Probleme beseitigt. Sie müssen aber bis 5 zählen können. Damit können sie sich sogar rasieren. Die ausgewogensten Messer. 3 Messer haben wir jetzt. Damit können sie sich sogar rasieren. Da haben wir 2. Dann haben wir 4 von. Sie müssen aber bis 5 zählen können. Peng. Und Probleme beseitigt. Zerfetzt ihr Ziel in Stücke. Machen wir mal 4 und fertig. So, dankeschön. Einverstanden. Hier. Austauschen und verkaufen. Visiere. Erhöht die Genauigkeit beim Lehrer und größerer Entfernung. Sperriger? Ne, dann lassen wir das mal so. So viel Geld haben wir sowieso nicht mehr. 15, das wäre nochmal interessant. Ups. Können wir auch speichern hier? 14 Option? Ne. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir speichern können und dann wird erstmal Schicht gemacht hier. Eine Stillparty. Ich habe erst letzte Woche eine gekauft. Bitte, Mama. Ich spiele nur ein bisschen damit und lasse sie dann laufen. Zum Spielen hast du deinen Teddybären. Hör auf, Essen zu vergeuden. Wie so eine Katze. Guten Tag. Sonne würde endlich ein Bar auf ihn warten. Guten Tag. Hallo? Okay, irgendwie sollten wir hier warten. Irgendwie. In St. Petersburg müsste es Überlebende geben. St. Petersburg. Also, ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Ich kenne den Weg eigentlich nicht, aber okay. Bitte antworte. Beweg dich, Junge. Falls mich jemand hört. Verschwinde. Ist ja gut. Als wenn du es nicht wüsstest. So. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Hahaha, voll der geile Witz. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Ja, wollen wir erst noch durchgehen oder? Wir warten mal. Na, sieh du ruhig aus. Die Luft ist frei. Los! Viel Glück, Leute! Okay. Krieg ich nochmal wieder. Gespeichert.
Achtung, Junge! Ich muss jetzt noch mal eben nachladen. Meine 30 Schuss. So. Es wurde zwar noch nicht hier gespeichert, aber ich würde sagen, wir beenden das hier. Ich hoffe, es hat euch bis hier gefallen. Und ja, würde sagen, später geht's weiter. Bis denn. Tschüss.